Eine halbe Stunde später als geplant kam der Bundesgesundheitsminister nach Düsseldorf aufs Messegelände. Den Verkehr zur weltweit größten Medizinmesse Medica hatte das Protokoll dann trotz großzügiger Planung doch noch unterschätzt. Und auch an anderer Stelle gehe eine Rechnung nicht auf, so der Minister zur Eröffnung des Deutschen Krankenhaustages, der parallel zur Medica stattfindet. Bei der Krankenhausfinanzierung seien die Länder in der Pflicht, derzeit aber liege die Rechnung meist beim Bund. Denn wenn ich gleichzeitig sehe, dass der Bund über die gesetzliche Krankenversicherung immer mehr Ausgaben für die Krankenhäuser feststellt und ich gleichzeitig sehe, dass die Bundesländer bei den Investitionskostenfinanzierungen sich immer weiter zurückzieht, dann ist doch eines die Folge, dass immer mehr Krankenhäuser aus der DRG-Vergütung versuchen, ihre Investitionen zu refinanzieren. Den Kliniken gehe es aber deutlich besser als noch vor 10 Jahren, bilanzierte Bahr. Nur noch 21% verbuchten rote Zahlen, das sei damals deutlich anders gewesen. Die aktuellsten Zahlen im Ministerium stammen allerdings aus dem Jahr 2010. Der Verband der deutschen Krankenhausdirektoren warnt für 2013 allerdings von einer, so wörtlich, Finanzierungskatastrophe in deutschen Kliniken. In dieser Situation, und dann läuft es vielleicht doch auf Ausbeutung hinaus, wird von denen, die Hilfe leisten, erwartet, dass sie dies in einem Hamsterrad zu immer geringeren Erträgen pro zusätzlicher Leistung tun. Und aus meiner Sicht ist dies unethisch und eben auch kapitalistisch. Es ist nicht mehr leistungsgerecht. Bahr forderte auf dem Deutschen Krankenhaustag außerdem Konsequenzen im jüngsten Skandal um Organspenden. Dies und das neue Transplantationsgesetz seien gute Mittel, um Vertrauen zurückzugewinnen. Deswegen müssen wir die unangemeldeten Kontrollen in Krankenhäusern verstärken, professionalisieren. Die Fälle sind in staatlichen Krankenhäusern passiert, die einer staatlichen Aufsicht unterliegen. Und deswegen glaube ich, ist es nicht eine Frage der Rechtsform, wie Aufsicht funktioniert und wie das organisiert wird, sondern glaube eine Frage der Organisation. Außerdem forderte Bahr leistungsgerechtere Qualitätsverträge für Kliniken. Die derzeitigen quantitätsbasierten Mengenverträge hätten zu Fehlanreizen geführt. Der Druck in den Häusern sei offensichtlich zu hoch gewesen.